Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum die AfD an einem Scheideweg steht, jetzt die Chancen besser sind als je zuvor oder deren Abschluss in die völlige Bedeutungslosigkeit. Schlüssel dafür ist die Situation in der Ukraine. Jetzt im Folgenden erst einmal ein paar Ausschnitte, die von den großen Medien gezielt verschwiegen werden, die für den normalen Bürger kaum zu glauben sind. Danach ein paar Worte zu der Wahl in Nordrhein-Westfalen und zu der ganzen Situation in Deutschland. Als klar wurde, dass der Donbass länger anhaltend Widerstand leisten würde, hat die ukrainische Regierung begonnen, Zahlungen einzustellen. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Bereits seit August und September bekamen viele Menschen im Donbass keine Gehälter und keine Renten mehr. Oh, смотрите, що з народу зробили. Мені пенсії не дають. В чому я стояла? Я 50 років отработала на одному місці. Это меньшенький Дима ходил в садик у нас. Было все нормально. И в один миг у нас не стало ничего. То есть шахту разбомбили. Я не знаю, где мой муж будет работать. За что мы будем дальше жить? Und jedes Mal, wenn die Ermittler auf dem Weg waren in diese Gegend, begannen ukrainische Truppen die Wege dorthin schon unter Beschuss zu nehmen, sodass häufig die Ermittler eben auch wieder umdrehen mussten. Es tat sich nichts. Es wurde eine Ermittlungsgruppe gebildet, die eben nicht besetzt war, wirklich mit internationalen Luftfahrtexperten. Und es wurden Verschwiegenheitsvereinbarungen über die Ermittlungsergebnisse unterschrieben und nichts veröffentlicht, sodass wir letztlich auch nach 4 Monaten die Bestätigung tatsächlich hatten, dass MH17 nicht sauber und objektiv aufgeklärt werden sollte. Und es ist bis heute so, dass die Flugschreiber in London sind und das Material nicht veröffentlicht wird. Es ist bis heute so, dass der Funkverkehr zwischen dem Tower in Kiew und dem Tower in Dnipropetrovsk nicht veröffentlicht werden. Denn der Flug wurde nicht auf diese Höhe abgesenkt und auf dieses Gebiet geleitet von Moskau, sondern von Dnipropetrovsk. Ein weiterer Tag in Donetsk mit massivem Granatbeschuss, Haubitzen, Gradfeuer und wieder trifft es nur zivile Ziele. 3 Kilometer von unserem Ort entfernt, an dem wir wohnen, hat es eine Straße und zivile Wohngebäude erwischt und das Haus der Kultur, Dom Kultura. 5 bis 8 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Unter anderem sind 3 Menschen in einem Auto verbrannt, das einen direkten Treffer erhalten hat. Stellt sich die Frage, warum funktioniert die Propaganda der großen Medien so gut? Es ist so, dass das Problem bei vielen Leuten ist, dass sie das Motiv nicht verstehen. Es scheint ja unglaublich. Die Ukraine terrorisiert ihre eigene Zivilbevölkerung. Das ergibt logisch betrachtet erstmal überhaupt keinen Sinn. Die Ukraine wollen ja eigentlich ihre Leute versöhnen. Sie wollen ja die ganze Ukraine haben. Da macht es ja eigentlich keinen Sinn, die eigene Zivilbevölkerung zu bombardieren. Das ist jedenfalls das, was der normale Mensch denkt. Und deswegen kommt er auch überhaupt nicht auf die Idee, dass die ukrainische Regierung seit 8 Jahren sowas macht. Weil zusätzlich an den Medien die Maidan-Regierungen seit 2014 positiv präsentiert werden. Tatsächlich gibt es aber eine Parallelwelt, die vollkommen ausgeschwiegen wird und wo viele Leute auch gar nicht auf die Idee kommen, dass sie existieren könnte. Dass es seit 8 Jahren von der ukrainischen Regierung beauftragt, systematisch Kriegsverbrechen an der eigenen Bevölkerung gibt, das ist für viele Leute unvorstellbar. Das können sie einfach nicht glauben. Weil sie das Motiv nicht verstehen. Und das ist der Schlüssel. Und das ist auch das Problem der AfD. Dass viele in der AfD die Mainstream konsumieren, sie eigentlich aus dem Mainstream kommen und es nicht glauben können.
Der Erklärungsansatz ist hier die Vergangenheit, dass man im Vorgehen der US-Regierungen ein gewisses System ausmachen kann. Es ist auch ganz wichtig zu betonen, dass das nicht die ganzen Leute der USA betrifft, sondern dass es die US-Regierung betrifft, dass es reiche Geschäftsleute betrifft, dass CIA betrifft und viele in den USA das auch gar nicht verstehen, das gar nicht wissen. Es auch entscheidend ist, dass die meisten Leute in den USA es nicht wissen, weil sonst das ganze System nicht funktioniert, die Soldaten nicht motiviert sind zu kämpfen, weil sie ihr Leben aufs Spiel setzen und nicht die reichen Geschäftsleute und sie wahrscheinlich gar nicht mehr kämpfen wollten, wenn sie wüssten, wie das Ganze wirklich funktioniert. Es ist so, dass seit mehr als 150 Jahren die USA ihren Machtraum beständig erweitert haben. Es ist aber so, dass die US-Amerikaner eigentlich Idealisten sind, ursprünglich. Sie haben sich von den Briten losgesagt, sie wollten keinen Kolonialismus. Sie wollten ihr Ding machen und dementsprechend wollen sie auch selber keinen Kolonialismus betreiben. Das gilt zumindest für die breite Masse. Es ist jetzt so, dass die reichen Geschäftsleute in den USA, sie wollen ihre Interessen durchsetzen. Sie wollen Zucker anbauen, sie wollen Öl abbauen, sie haben Interessen in anderen Ländern. Oder die US-Regierung will ihr Territorium erweitern. Dafür müssen sie Krieg führen. Und wie können sie das jetzt den eigenen Leuten verkaufen? Sie können es nur mit Täuschung verkaufen. Es muss einen Kriegsgrund geben. Und das hat seit 150 Jahren immer so funktioniert, dass es immer einen Vorfall gegeben hat, den man der anderen Partei in die Schuhe geschoben hat. Also etwas sehr Aufrüttelndes, wo viele US-Amerikaner sterben und wo die Emotionen geschürt werden. Und man da nicht so genau hinguckt. Und in dem Moment dann der Krieg ausgerufen wird. Entscheidend ist hierbei, dass die großen Medien eingespannt werden und sie nicht kritisch berichten. Und das wird seit 150 Jahren auf wundersame Art und Weise irgendwie erreicht, bei allen möglichen Vorfällen. Das Problem ist, dass die meisten Leute hierzulande, sie denken an Pressefreiheit. Sie glauben, dass es eine Pressefreiheit gibt. Diese Pressefreiheit gibt es theoretisch, aber in der Praxis gibt es sie nicht. Sie wird auf irgendeine Weise immer wieder ausgehebelt. Beständig seit 150 Jahren. Das gilt für das amerikanische Schiff, das 1898 angeblich an einer spanischen Mine explodiert ist, wo sich aber später herausgestellt hat, dass das Schiff von innen heraus explodiert ist. Das gilt für Pearl Harbor, das gilt für den Kennedy-Mord und da könnte man jetzt unendlich fortsetzen. Es ist ganz wichtig, den Leuten zu vermitteln, dass es eine Pressefreiheit der großen Medien in der Praxis nicht gibt und vor allen Dingen es sie auch nie gab. Dass das jetzt nichts Neues ist, wie es jetzt läuft. Es aber natürlich nicht ganz richtig zu sagen ist, es gibt die Pressefreiheit nicht, nur es funktioniert nicht. Es gibt Informationen, nur man muss sie suchen aufwendig. Der nächste wichtige Trick, den es gilt zu verstehen, ist, dass Kriege oft verdeckt geführt werden. Und hier hat sich ein eindeutiges Muster herauskristallisiert, wie es seit 150 Jahren immer gegangen ist. Und wie es jetzt auch hier in der Ukraine geht. Es gibt einen fremden Staat, der sich irgendeinem Interesse verweigert. Rohstoffe, Territorium, irgendwas. Was macht man jetzt? Man unterstützt die Opposition. Mit Waffen, mit Ausbildung. Diese Opposition ist von vornherein korrumpiert, weil sie ist von den USA abhängig. Jetzt werden Unruhen im Land geschürt und die Opposition verhilft man zur Macht. Und die Opposition führt dann die Interessen der US-Regierung aus oder bestimmter Leute. Wirtschaftsinteressen, dass beispielsweise Verstaatlichungen aufgehoben werden und dass Unternehmen aus den USA in den Ländern tätig werden können. Was vielleicht gut ist für den US-Markt, dass die Preise billig sind, dass man beispielsweise billig Zucker produzieren kann oder irgendwas anderes. Was aber natürlich nicht so gut ist für die Bevölkerung in dem Land, weil sie ausgenutzt werden und sie auch keine Möglichkeiten haben, aufzusteigen. Das heißt zum Beispiel Land zu kaufen, sondern sie sind abhängig auf irgendeiner Plantage beschäftigt. Und das US-Unternehmen und die Allgemeinheit in den USA und auf der Welt, die einen geringen Preis für Zucker bezahlen, weil er so billig abgebaut wird in dem entsprechenden Land, sie sind die Gewinner. Aber eben nicht das Land vor Ort. Es gibt neben wirtschaftlichen auch geostrategische Interessen. Und ein geostrategisches Interesse der USA, das dort oft formuliert wird, auch seit langer Zeit ist, dass sich Eurasien nicht vereinigen soll. Dass man versucht, Zwietracht zu sehen, um selber die eigene Machtposition zu stärken. Und genau das soll anscheinend in der Ukraine geschehen. Das heißt, es ist anzunehmen, dass von Anfang an Ziel der US-Regierung in der Ukraine war, die Unruhen zu schüren. Die Regierung Poroschenko dazu anzustiften, die eigenen Leute anzugreifen, weil man diese Unruhen will. Augenscheinlich war es der Plan, dass man Russland zu dem Angriff bewegen wollte, mit allen möglichen Mitteln. Man hat mit allem provoziert, mit dem man nur provozieren kann. Die ukrainische Regierung hat die Minderheit angegriffen, die russische Minderheit. Und überhaupt ist der Zustand in der Ostukraine unerträglich oder auch in Mariupol. Das ist durch etliche Augenzeugen dokumentiert und wird hier von den Medien ausgeschwiegen. Dazu kommen Biowaffenlabore und dass Russland zahlreiche, ganz starke strategische Nachteile hat. So dass Russland befürchten muss, wenn sie es jetzt alles passieren lassen, wenn sie die Krim verlieren, wenn sie alles möglich verlieren, die USA mit ihren Grenzen, mit ihren Militärstützpunkten näher an Russland heranrücken,
Die Möglichkeit besteht, dass die US-Regierung in Zukunft irgendeinen Konflikt provoziert, beispielsweise auf russischem Territorium, und dann die ganze strategische Lage für Russland schlechter ist, Russland schwächer aufgestellt ist und dann das gleiche Spiel von vorne beginnt. Und wenn sie wieder zurückrücken, es dann noch schlechter wird und so weiter. Demzufolge klar war, dass Russland aus strategischem Interesse heraus angreifen wird. Und jetzt war anscheinend der Plan, okay, jetzt haben sie angegriffen, jetzt verschweigen wir einfach die Bevölkerung, was in der Ostukraine passiert ist und erwecken den Eindruck, das ist ein Angriffskrieg ohne jeden Grund. Jetzt verhängen wir Sanktionen und jetzt stürzen wir Putin. Jetzt stürzen wir die russische Regierung durch das Schaffen von wirtschaftlicher Instabilität, durch die Sanktionen machen wir die russische Wirtschaft kaputt, die Leute wenden sich gegen Putin, wir unterstützen die Opposition, versorgen sie mit Waffen und mit Know-how und installieren in Russland eine Regierung, die unsere Interessen vertritt. Sodass im Kern man sagen kann, dass in Russland dann auch es eine Marionettenregierung gäbe, die die Interessen der USA vertritt, in maßgeblichen Punkten. Was hat das Ganze jetzt mit der AfD zu tun? Zunächst ist es wichtig, dass in der AfD das überhaupt verstanden wird. Das Problem bei vielen ist wahrscheinlich, dass sie aus einem marktwirtschaftlichen Milieu kommen und dass sie deswegen US-Kritik, dass sie das kritisch sehen, weil sie gewohnt sind von früher, das kommt von Leuten, die sind für den Kommunismus, die sind gegen Marktwirtschaft. Und das finden diese Leute sehr unangenehm, weil sie wissen, Marktwirtschaft bedeutet Wohlstand und es ist ganz wichtig, das eigene Geld, mit dem eigenen Geld geht man gut um, mit dem fremden Geld geht man nicht gut um. Und diese ganze US-Kritik hat nichts anderes als das Ziel, die Marktwirtschaft abzuschaffen, dass die Sozialisten an die Macht kommen und das Geld verschwenden und wir in Armut enden. Aus meiner Sicht ungefähr so ist das die Sichtweise von vielen AfD-Leuten. Sie möchten sich an die Seite der USA stellen, weil sie für Marktwirtschaft, für persönliche Freiheit sind. Sie keine Freiheitseinschränkung wollen und sie den Wohlstand ansonsten gefährdet sehen. Hier ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man das auseinanderhält. Es geht hier nicht um ein marktwirtschaftliches System, sondern es geht hier um die Kritik an Oligarchie. Das, was die CIA betreibt in anderen Ländern, das ist nicht marktwirtschaftlich, das ist einfach verbrecherisch. Es wird geheim betrieben gegen das Völkerrecht. Und es steigert im Normalfall auch nicht den Wohlstand der USA, sondern den Wohlstand einzelner Leute, die Geschäftsinteressen haben, unterschiedliche Geschäftsinteressen. Und natürlich werden auch geostrategische Interessen bedient. Aber wenn man sich die letzten 50 Jahre anguckt, aus meiner Sicht diese ganzen Auslandsinterventionen der USA, die Erfolge halten sich in Grenzen. Aus Afghanistan mussten sie abziehen. Vietnam haben sie verloren. Kuba haben sie verloren. Venezuela haben sie verloren. Aus meiner Sicht sind die Flops sehr groß und die Kosten für die Allgemeinheit in den USA sind durch diese ganzen Interventionen riesig. Auch jetzt in der Ukraine sind Milliardenbeträge in die Ukraine geflossen. Die Inflation in den USA ist hoch. Marktwirtschaft bedeutet freier Wettbewerb. Und wenn Leute in eine Notsituation gebracht werden, sie gezwungen werden, sie keine Alternative haben, dann ist das kein freier Wettbewerb, dann ist das keine Marktwirtschaft, sondern es ist Ausbeutung. Das darf man nicht gleichsetzen. Es hat viel eher mit verdeckter Sklaverei zu tun. Die wenigsten in der AfD wollen das aus meiner Sicht. Sie wollen soziale Marktwirtschaft. Es ist so, dass viele Leute in Deutschland und in der AfD ein enges Verhältnis zu den USA wünschen, weil die eigene Vergangenheit damit positiv verknüpft wird. Es ist ja auch wahr. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wir durften uns aufbauen, wir konnten großen Wohlstand erwirtschaften. Wir hatten eine gute Zeit im Frieden. Es ist jetzt aber so, und diese Einsicht haben sehr wahrscheinlich viele Leute noch nicht, dass viele Länder durch die USA ruiniert wurden. Das gilt eigentlich für alle Länder, in denen die USA interveniert hat, eine Opposition unterstützt hat und die Regierung gestürzt hat. All diesen Ländern ging es schlecht, nehmen wir als Beispiel Chile. Aber auch im Iran wurde beispielsweise 1953 eine demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Und wenn das nicht geschehen wäre, wäre im Iran wahrscheinlich die ganze Geschichte anders gelaufen. Hätten die Islamisten vielleicht nie die Macht ergriffen. Im Irak wurde Saddam Hussein aufgebaut, ein brutaler Diktator. Zuvor war der Irak ein liberales Land. In Libyen wurde Gaddafi gestürzt. Die Zustände in Libyen sind katastrophal. In Jugoslawien wurde der Bürgerkrieg maßgeblich gefördert. Und es war sehr wahrscheinlich das Ziel von Anfang an, seit 1990 von den USA, die Einheit Jugoslawiens zu zerschlagen und geostrategische Interessen durchsetzen zu können. Details zu den ganzen Vorfällen gibt es in Daniele Gansers Buch Illegale Kriege, das ich sehr empfehlenswert finde. Ich kenne Daniele Ganser nicht und ich bekomme für diese Werbung rein gar nichts. Es gibt aber natürlich auch andere gute Autoren. Aber es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, sich in diesem Bereich weiterzubilden, weil die großen Medien einem die wichtigen Ereignisse ausgeschwiegen haben und man sich selbst hier weiterbilden muss und aufklären muss, weil man ansonsten einfach verdummt bleibt. Das Wichtigste ist es, jetzt erst einmal selbst in der AfD für Aufklärung zu sorgen, dass die ganzen Mitglieder Bescheid wissen. Und dann geht es darum, das zu tun, was die AfD in der Vergangenheit bisher getan hat, die Narrative der großen Medien zu bekämpfen, weil diese Narrative nicht das Allgemeinwohl fördern. Das heißt, es geht im Kern eigentlich nur darum, das Allgemeinwohl zu vertreten.
Das klingt ganz einfach, aber das ist wahnsinnig schwer, weil man sich gegen die Narrative der großen Medien durchsetzen muss. Und die großen Medien deswegen Krieg gegen die AfD führen, seit Bestehen. Und es immer Kräfte in der AfD gibt, die das nicht verstehen und denken, das ist irgendwie ein Missverständnis, das ist nur, weil die AfD neu ist und man könnte sich mit den großen Medien arrangieren. Es ist aber so, dass man sich mit den großen Medien nur dann arrangieren kann, wenn man sich zur Marionette macht. Und Marionettenparteien gibt es genug. Wenn die AfD diesen Weg geht, diesen einfachen Weg und versucht, sich anzupassen, den Narrativen zu entsprechen, nicht anzuecken, dann ist die AfD am Ende. Und dem muss man aus meiner Sicht entschieden entgegentreten, in der Ukraine. Also dieses einseitige Schwarz-Weiß-Putin-Hasse-Narrativ, mit dem man im Einklang geht mit den großen Medien. Was wie gesagt vielleicht die Ursache hat, mangelnder Bildung. Das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen spricht aus meiner Sicht eine deutliche Sprache. Die Wahlbeteiligung ging deutlich zurück. Und es sind ganz viele Wähler der AfD zurück zu den Nichtwählern gegangen. Die entscheidende Frage ist jetzt, wohin sind diese Wähler gegangen? Es besteht jetzt die Möglichkeit, die Leute sind enttäuscht über den Ukraine-Kurs der AfD. Sie möchten auch einen harten Kriegskurs gegen Russland, einen Wirtschaftskriegskurs und schwere Waffenlieferungen. Und sie sind jetzt enttäuscht, dass die AfD nicht folgt und sind deswegen nicht wählen gegangen. Die andere Möglichkeit ist, dass die Leute von der Positionierung der AfD enttäuscht sind, dass sie sich nicht klar genug abgrenzen gegen die Waffenlieferungen, gegen die Wirtschaftssanktionen. Dass es ihnen in der AfD zu viele Stimmen gibt, die durchleuchten lassen, dass sie insgeheim auch Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen gut finden. Und dass man hart gegen Putin vorgehen müsse. Es ist so, dass es in Wahrheit eine Alternative zur AfD gibt. LKR. Das heißt, die Leute, die Meuthen gut finden, die jetzt einen harten Kurs gegen Russland haben wollen, sie hätten wählen gehen können. Sie hätten LKR wählen können. Oder irgendeine andere Partei. Sie sind aber zu Hause geblieben. Sie sind explizit nicht wählen gegangen. Und Leute, die die AfD früher gewählt haben, sie wissen ja ungefähr, was los ist in den großen Medien. Und sie haben die AfD gewählt, nicht weil die großen Medien sagen, die AfD ist toll, sondern weil sie eine Alternative haben wollen zu den anderen großen Parteien. Wenn sich die Politiker der AfD informieren, klar argumentieren und die Narrative gegen die Medien einbringen, vor allem auch die Medien in den Mittelpunkt rücken, nicht immer gegen die Altparteien ankämpfen und dann sich abarbeiten und sagen, ja, die Regierung ist unfähig, die Altparteien, sie können es nicht, wir können es besser und solche Aussagen, die eigentlich vernebeln, was hier passiert. Sondern dass die anderen Parteien Marionetten sind, die die Narrative der Medien bedienen und dass die Medien die heimlichen Herrscher sind. Und demzufolge müssen die Medien angegriffen werden, weil die Medien die Bestimmer sind. Die anderen Parteien, die kann man eigentlich links liegen lassen. Sie sind unwichtig, wenn man sich jetzt an ihnen abarbeitet und sagt, ja, sie sind unfähig, dann bestätigt man eigentlich das System, das die großen Medien vermitteln wollen. Dass eigentlich alles in Ordnung ist, sie haben verschiedene Parteien, es gibt hier eine Wahl, man kann das wählen, man kann das wählen. Und die AfD-Leute sagen, sie sind die Besseren, die anderen sagen, sie sind die Besseren. Und die Medien sind nur die neutralen Mittler, sie muss man nicht groß erwähnen. Sie spielen gar keine politische Rolle, sie berichten nur. Demzufolge ist es ein Parteienwettstreit. Genau dieses Narrativ darf man nicht bedienen. Man muss die großen Medien angreifen und den Leuten erklären, dass sie durch Hervorheben und Verschweigen von Informationen, dass sie herrschen. Das ist das Entscheidende. Dass die Meinung beeinflusst wird, dass sie gezielt die Meinung beeinflussen, dass Leute dahinterstehen und dass durch die Art der Informationsverbreitung seit 150 Jahren über die Leute geherrscht wird. Wenn die Leute das verstehen, dann wenden sie sich von den großen Medien ab und dann gibt es hier wirklich eine Veränderung. Und vorher nicht. Ich habe mir das ja alles unmittelbar angesehen. Ich war stundenlang da auch in Zügen unterwegs. Insofern, meine Empathie ist ganz groß. Andere Länder, habe ich ja gesagt, können auch Waffen liefern, wegen des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine. Deutschland aufgrund seiner Geschichte nach meinen Erfahrungen nicht. Stattdessen Deutschland humanitäre Hilfe. Ich sage doch nicht, dass sie keine Waffen bekommen sollen. Muss ich sagen, nicht von Deutschland. Die Linke hat sich in der Vergangenheit wie keine andere Partei NATO-kritisch positioniert. Und Gregor Gysi hat mit Reden im Bundestag über die Zustände in der Ukraine Verdienste erworben. Es ist aber so, dass aus meiner Sicht das heute nicht mehr zutrifft auf die Linke. Beispielsweise der Auftritt von Gysi bei Illner war sehr schwach. Im Grunde wurde das ganze Narrativ unterstützt. Er hat gesagt, er ist gegen Waffenlieferungen, aber es war für den Zuschauer überhaupt nicht verständlich, warum er das ist. Weil das Mediennarrativ, das Schwarz-Weiß-Narrativ vom bösen Angriffskrieg Russlands hat er unterstützt und hat dem eigentlich nicht widersprochen. Und auch nicht die Fakten geliefert wie früher in den Reden im Bundestag. Die Linke versucht seit einiger Zeit mit den Narrativen des Mainstreams mitzugehen, sei es Klima, Flüchtlinge und so weiter. Eine Ausnahme ist Sarah Wagenknecht, aber sie ist in ihrer Partei alleine. Tatsächlich versucht die Linke im Mainstream mitzuschwimmen
und versucht, die alte Position mit der NATO halt irgendwie mit durchzubringen. Ohne Erfolg. Man möchte sich ja nicht vollkommen unglaubwürdig machen, jetzt diese Position einfach abzuschenken, die man früher vertreten hat. Unerträglich war in der Vergangenheit auch die Hetze von Wissler beispielsweise gegen die AfD, was aus meiner Sicht kein demokratisches Verhalten war. Man hat gehetzt und getäuscht und wollte auf der Mainstream-Welle mitsurfen. Und man hat gedacht, mit der NATO, das nimmt man so mit, das kriegt man schon durch, das nehmen die nicht so eng. Aber da hat sich die Linke getäuscht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.